So, und ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was diese kleinen Geistchen hier sollen auf der Bühne. Wir haben uns natürlich was überlegt, wie wir diese Awards gut an den Mann und an die Frau bringen, die hier so großartige Arbeit leisten für die Sache Open Source, für die Sache Open Internet etc. Und ich möchte das nicht alleine moderieren, sondern ich habe für mich einen Fachmann bestellt, Adrian Gschwendt. Komm bitte zu mir auf die Bühne. Vielen Dank. Du bist es schon seit einer Weile dabei bei, bei dieser Award Ceremony. Du hast es ja alles mit aufgezogen. Und ich frage dich jetzt, warum? Warum habt ihr das so konzipiert und was soll das überhaupt? Ich habe es nicht erfunden, aber ich habe in einer Schwachminute vor ein paar Jahren mal bei Hannes Gassert gesagt, ich übernehme das, wie das so geht in der Open Source Szene. Die Awards waren meiner Meinung nach in erster Linie ein kleiner Event, wo 20, 30 Leute sich gegenseitig auf die Schulter geklopft haben. Das waren die Leute, die sich sowieso das ganze Jahr gesehen haben. Und ich fand das sehr schade. Und mit Matthias Stürmer haben wir uns eigentlich relativ früh schon überlegt, wie können wir das ganze Spektrum etwas größer machen. Open Source, das haben wir heute gehört, ist sehr, sehr aktiv. Es ist an sehr vielen Orten verwendet. Selbst wenn wir kommerzielle Produkte haben, ist oft Open Source dahinter. Und wir wollen quasi die Leute etwas aus dem Verborgenen holen. Wir wollen sie ins Spotlight rücken und wir wollen ihnen zeigen, dass das eben wirklich auch stark verwendet wird. Und die Awards waren zuerst Open Source Awards. Letztes Jahr haben wir das Spektrum geöffnet. Und jetzt mit der DINACON wird es noch einmal etwas anders, wie wir gleich sehen werden. Und wer ist denn wir? Wer sitzt denn da in der Jury? Genau, wir haben eine Jury, die ist auch so etwas im Fluss wie die ganze Open-Source-Geschichte. Wir haben, wie viele sind wir? 2, 4, 6, 8, 10? Einige. Über 10 Leute, genau, in der Zwischenzeit. Das ist auch super, das war auch nicht immer gleich. Die Jury, wer ist da von der Jury? Schnell Hand drauf. Genau, ja, Marianne. Ja, sind doch einige da. Genau. Ah, dort auch noch ein paar, genau. Die besteht zum Beispiel aus Leuten, die in der Vergangenheit Awards gewonnen haben. Die besteht aus Leuten, die in Open Data, digitale Nachhaltigkeit unterwegs sind. Leute, die sich für die ganze Thematik interessieren. Wir sind übrigens auch immer offen, wenn jemand Lust hat, gerne melden. Wir suchen immer wieder Support. Wir treffen uns ein-, zweimal im Jahr. Wir wählen die Projekte aus und küren dann die Gewinner. Ich bin mehr der Touchmeister, wie wir sagen, und schaue höchstens bei Stichentscheiden, wer dann die Awards bekommt. Okay. Und eben, ihr hattet dann einen normalen Eingabeprozess und da kamen ja ganz, ganz viele Projekte rein. Möchtest du die kurz vorstellen? Genau, und jetzt muss ich an den Computer, das ist nämlich echt eine Liste dieses Jahr. Ja, es waren 26 Projekte, die eingegeben wurden. Das zeigt auch das Ausmaß von Open Source, von diesen Thematiken, die hier in der Schweiz bearbeitet genau. werden. Also für das habe ich schnell meinen Spickzettel. Ich gehe mal kurz durch die Projekte durch und dann sehen wir, wer gewonnen hat. Das erste Projekt ist ICT Scouts und Campus Pilot. Das ist ein Projekt für ICT und MINT-Talentfrühförderung, auch mit einem speziellen Fokus auf junge Mädchen, mit dem Ziel, dass wir Nachwuchs für unsere Branche finden. Dann haben wir Collabro Online. Das ist quasi LibreOffice in der Cloud. Ihr seid wahrscheinlich schon Office 365 begegnet. Und das ist quasi die Open Source, die freie Version von dem, die ihr auch selber hosten könnt. Dann haben wir den Home Assistant, das ist ein sehr interessantes Thema im Internet of Things Bereich. Wie kann ich meine Home-Automation über Open Source machen, ohne dass ich mich auf proprietäre, herstellerspezifische Hardware und vor allem Software beziehen muss. Dann haben wir Jitsi Meet, das ist eine Skype-Alternative im Webbrowser. Der große Vorteil ist, dass ich dort nicht registrieren muss. Ich kann einen Link verschicken und dann kann ich eine Videokonferenz online machen. Dann haben wir ld.geo.admin.ch, das ist quasi die Link-Data-Version vom Geoportal von SwissDopo, wo ich maschinenlesbare Daten sehr einfach beziehen kann. Dann haben wir Wikimed. Wikimed bietet Offline-Medizinalartikel aus Wikipedia. Der Fokus dort ist vor allem Länder mit schlechter Internetanbindung, Entwicklungsländer zum Beispiel, wo Leute Medizinalwissen konsumieren können, ohne dass sie permanent online sein können oder müssen.
Dann haben wir Nextcloud. Nextcloud ist quasi die offene und sichere Alternative zu Dropbox. Das könnt ihr auch selber betreiben. Wird von vielen Firmen auch verwendet, um ein Dropbox-ähnliches Feeling zu geben. Dann haben wir den Lernstück Winterthur. Das ist eine Linux-basierte USB-Linux-Distro, die an 7500 Schüler bereitgestellt wird, wo sie Lernapplikationen haben, freie Lernapplikationen, die sie auf ihren Rechnern so verwenden können. Dann ein Fokus auf aktiven Mitstreitern von OpenStreetMap. Dort wurden explizit Langzeitmitwirkende nominiert, und zwar konkret Michael Spreng, Stefan Keller und Simon Poole. Sie sind alle sehr aktiv in der OpenStreetMap-Community in der Schweiz, und dafür wurden sie nominiert. Dann haben wir Cloud at SBB. Die SBB betreibt seit neuestem eine OpenShift-Pass, also Platform-as-a-Service-Infrastruktur intern, wo quasi die SBB-internen Applikationen auf einem Open-Source-Stack gehostet werden. Dann eMovie Venture. eMovie Venture ist das erste quasi mit Ethereum finanzierte Film. Da wurde mit einem sogenannten ICO, Initial Coin Offering, wurde ein Film finanziert, und der soll 2018 veröffentlicht werden. Dann gibt es den Iridium Browser. Das ist ein privacy-orientierter Webbrowser für Normalsterbliche, wo sie quasi Privacy Settings kriegen, die ein sicheres Browsen ermöglichen. Dann haben wir ein Low-Level Security orientiertes Projekt, das ist OWASP Mod Security Core Rule Set. Das wird in sehr, sehr vielen Firmen verwendet, um typische Attacken auf Webserver zu blockieren. Ein Projekt, das einen sehr starken Schweizer Bezug hat und hier gepflegt wird. Dann etwas bezogen mit dem, wir haben Christian Follini, der nominiert ist. Er ist einer der Core-Contributors zu diesem Ruleset als Person und ist grundsätzlich aktiv in der Schweizer Security Community. Ich glaube, er ist da, ich glaube, organisiert auch viele Events, ist sehr aktiv in der Open Source Security Szene. Ähnliches Projekt, Cryptomator, Crypto Library. Dort könnt ihr, wenn ihr Dropbox verwenden wollt, aus was für Gründen auch immer, könnt ihr eure Daten zuerst verschlüsseln auf eurem Client, bevor sie in die Cloud irgendwo in Amerika geschoben werden. Dann TripDat, das ist Driven by Data, das Data-Driven Team Collaboration Tool für Hackathons. Wenn ihr heute Abend beim Hackathon dabei seid, dann werdet ihr wahrscheinlich auch dort drin die Resultate reinschreiben. Das wird in der Schweiz sehr oft verwendet und wird von Oleg gemacht. Dann haben wir Swisscom Mailer. Swisscom hat ein Newsletter-Tool erstellt, welches komplett in der Schweiz gehostet wird. Das heißt, im Gegensatz zu vielen anderen Tools werden dann nicht Traces nach Amerika geschickt, wenn die Newsletter ausgehen, sondern es ist wirklich alles auf ihrer Infrastruktur in der Schweiz gehostet und bereitgestellt. Apuio, das ist die Swiss Container Plattform. Das ist eine Container Plattform, die von diversen Schweizer Unternehmen im Open Source Bereich betrieben wird, basiert auf OpenShift, unterstützt Docker und Kubernetes bezogene Deployments und wie gesagt aktiv in der Schweiz entwickelt. Dann haben wir die Open Data Plattform ÖV Schweiz. Dort gibt es seit relativ kurzem Echtzeitinformationen zum Public Transport. Ich kann dort sehen, welcher Zug, welcher Bus hat welche Verspätung, um eben neue Applikationen auf diesen Dingen bereitzustellen. Die Stadt Bern hat Kitax eingegeben, das ist ein Open-Source-Tool, das bald veröffentlicht werden soll, glaube ich, oder ist jetzt, ich weiß es nicht, um Betreuungsgutscheine zu vergeben. Dort wird der komplette Prozess als Open-Source implementiert, so wie wir das heute Morgen gesagt haben. Stellt die Applikation, die ihr baut, bereit, dass andere davon profitieren können. Ähnlich OneGovCloud, das ist eine Smart Government Plattform für die öffentliche Hand mit dem Ziel, eben Dinge zu scheren, damit nicht jeder immer dasselbe von neuem implementieren muss. Dann etwas spezielleres, SUSE Linux, eine der ältesten Linux-Distributionen, die haben dieses Jahr das 25-Jahr-Jubiläum. Ich denke, für viele, zumindest für die Nerd-Fraktion hier, ist das wahrscheinlich die erste Linux-Distro gewesen. Die waren in Deutschland und in der Schweiz damals sehr stark. Dann haben wir Jedi, das ist ein statisches Analyse-Tool für Python. Sagt euch wahrscheinlich nichts, wenn ihr irgendwie was mit Python-basierten Umgebungen macht, dann ist die Chance sehr groß, dass ihr das verwendet. Das ist in sehr, sehr vielen Python-basierten Plattformen implementiert. Das ist ein Programmierer aus der Schweiz, der dort sehr aktiv daran ist. Dann haben wir von Snowflakes die Vornamendatenbank der Schweiz. Das ist auch lustig, da hat das Bundesamt für Statistik die berühmteste Applikation, die sie hatten, abgestellt.
und einfach gesagt, hier habt ihr die Daten, und Snowflake hat dann das genommen und nachgebaut als Open-Source-Plattform. Könnt ihr auf ihrer Webseite, glaube ich, anschauen. Dann haben wir, was relativ neu ist, die Open Network Infrastructure Association. Klingt etwas sperrig, aber hier geht es darum, ein offenes und freies, Community-geführtes IoT, also Internet of Things Netzwerk aufzubauen. Nicht nur in der Schweiz, das ist ein Projekt, das hat einen größeren Scale, und sie sind quasi die Schweizer Fraktion davon. Und dann last but not least haben wir Alexis, das ist Open Source Software für Arztpraxen, fand ich super spannend, habe ich noch nie gehört. Da können Ärzte quasi ihre ganze TARMED-Abrechnung und solche Dinge auf einer Open Source Software aufbauen. Das waren die Nominierten. Ja, das sind sehr viele Nominierten. Das geht ja in alle Richtungen. Also das ist schon ziemlich krass. Ihr musstet ja wahrscheinlich dann auch überlegen, wie wollt ihr das clustern und was ist da alles dabei und was macht da Sinn? Also ihr musstet ja dann Kategorien bilden. Genau. Ja? Und das ist immer die große Herausforderung. Wir hatten vor ein paar Jahren mal fixe Kategorien. Und wie das so ist mit Kategorien, man definiert sie. Und dann kann man sicher sein, dass im nächsten Jahr keine Eingabe für die Kategorien kommt. Oder nur zwei. Und man will nicht zwischen zwei Projekten entscheiden. Das ist dann kein Wettbewerb mehr. Und in den letzten Jahren haben wir das etwas anders gemacht. Auch in diesem Jahr. Wir haben quasi mit der Jury zusammen die Eingaben angeschaut. Ihr habt gesehen, das ist wirklich ein breites Spektrum. Und dann haben wir uns an vergangenen und gewünschten Kategorien etwas orientiert. Und das ist quasi der Outcome. Wir werden heute, wie ihr zählen könnt, 5 Preise vergeben. Der erste ist quasi der klassische Open Source Award. Das ist das, was wir in den vergangenen, weiß gar nicht, vielen Jahren vergeben haben. Eben wirklich klassische Open Source Software, wo eine Gruppe von Leuten coole Software macht, die stark verwendet wird. Dann in den letzten Jahren, das kam immer wieder mehr rein, haben wir gesehen, Open Source ist im Business überall gesetzt in der Zwischenzeit. Und wir wollten ein paar Leuchtturmprojekte quasi herauspicken und zeigen, so kann man Open Source im Business-Kontext anwenden und ein spezifisches Projekt quasi pro Jahr versuchen zu prämieren. Dann auch eine Kategorie, die es länger gibt, das ist der Open Source Hero oder Heroin. Da geht es darum, Leute, die sich eben wirklich überdurchschnittlich engagieren, in irgendeinem Kontext zu belohnen. Da haben wir in der Vergangenheit auch sehr junge Leute gehabt, teilweise, die 16, 17 waren und unglaubliche Beiträge geführt haben. Oder Leute, die die letzten 30 Jahre eigentlich nichts anderes gemacht haben als Open Source geschrieben. Das gibt es nämlich. Und solche Leute prämiert, und in eine ähnliche Richtung wird es auch in diesem Jahr gehen. Dann Open Internet, ich glaube, digitale Nachhaltigkeit kann man hier auch sagen. Das ist etwas eine neue Kategorie, die wollen wir in diesem Jahr mal ausprobieren. Dinge, wo bis jetzt eigentlich große Player eben dominieren, durch Community zu machen. Solche Dinge sind dort prämierungswürdig. Und dann der Evergreen Special Award. Der endet jedes Jahr etwas, ihr werdet sehen. Okay, wow. Also das ist ja schon mal ein Riesenengagement, und man sieht eben auch an der Anzahl von Nominierungen, dass da sehr viel läuft, und ich möchte jetzt Ehre da gebühren, wo sie, oder hinrichten, wo sie gebührt. Und zwar möchte ich gerne die Jury und die Nominierten, die jetzt im Publikum sitzen, bitten aufzustehen, damit ihr euren Applaus genießen könnt, schon mal für die Nomination und für diese Arbeit als Jury. Steht mal alle auf. Sieht man euch? Yes. Okay. Nicht schlecht.